Hallihallo und herzlich willkommen hier auf WPNV-Simulation. Ich bin Zdebi und begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest hier zu einer weiteren Folge OMSI 2. Schön, dass du wieder da bist. In der letzten Folge angekündigt, jetzt ist es soweit. Wir schauen uns das neue Update von Berlin Buch an. Freue ich mich, dass ihr dabei seid. Ein großes Dankeschön an OMSI 2 Fahrzeuge und Co., die uns das Ganze natürlich hier schon wieder bereitgestellt haben, damit wir euch das Ganze zeigen dürfen. Natürlich gab es aber auch schon die ersten Livestreams auf Facebook. Da hat er das Ganze natürlich bereits schon natürlich vorgestellt. Wir machen das Ganze hier auf YouTube und dementsprechend, ja, steigt mit ein und lasst uns die Fahrt genießen. Wir fahren das Ganze heute mit dem O530E06 und dementsprechend schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Tatsächlich ein paar Probleme hier auf der Karte, aber da werden wir uns jetzt gleich drüber unterhalten. Unter anderem die Hofdatei, die ist irgendwie leider ein bisschen fehlerhaft oder sowas. Ich kann den Bus nicht so schildern, wie sich's gehört. Wir müssen das gleich manuell schildern. Ich probiere es jetzt, weil das ist jetzt das erste Mal mit dem Bus hier. Davor habe ich den ER02 gehabt und der war teilweise ein bisschen komisch. Der hat sich ein bisschen komisch verhalten und ja, na, was soll ich sagen? Ist alles nicht so einfach. So, geben Sie Ihre PIN ein. 1805, bitte. Nö. 9999. Nö. 1234. Nö. Alles klar. Dann brauchen wir es halt nicht. Dann machen wir halt ohne Verkauf. So, 158. So, 00002 müsste es eigentlich sein. Und er schildert einfach nicht. Er springt einfach zurück. 158. 0000. Ich mach mal 01. Er springt einfach wieder zurück. Genau. Dementsprechend kann ich den Bus hier leider nicht schildern. Es tut mir leid. Deswegen müssen wir das Ganze hier manuell machen. Und wir fahren nach S-Bahnhof Buch, fahren von Karow ab. S-Bahnhof Karow ohne Schienenersatzverkehr. Und ja, dementsprechend, ja, sorry Leute. Aber wie gesagt, kann ich jetzt persönlich leider jetzt nicht beeinflussen. Wo hat denn deine Temperatur hier? Temperatur. Ah, hier. So, so und so. Sonst meckern nämlich gleich unsere Fahrgäste wieder. So. So, der Kollege mag wieder nicht. Ah, jetzt will er. So, noch mal kurz mal hier ein bisschen rangieren hier. Spawnpunkt natürlich ein bisschen heftig hier. Ja, das war mein Spiegel, würde ich sagen. Oh nein, das war das Wartehäuschen. Ja, okay, also das ist halt ein bisschen sehr eng hier, ne? Also, da kannst du ja nun, da kommst du ja gar nicht rum hier. Fängst hier an, normaler, ja, ich hätte wahrscheinlich rückwärts fahren müssen, hätte vielleicht ein bisschen rangieren müssen und so weiter und so fort. Aber es gibt natürlich, wie ich es ja schon gesagt hatte, ein paar Probleme auf der Karte, die wir uns jetzt hier gleich anschauen werden. Muss mal ganz kurz gucken. Habe ich gar keinen Fahrplan ausgewählt? Nö, ohne Fahrplan ist natürlich ein bisschen schlecht hier. Von Karow nach Buch. So, macht das denn jetzt? Warte mal, ich schau mal nochmal. Nö. Gut, macht's nicht. Warum sehen wir aber, ne, dass wir jetzt hier Karow 53 abfahren müssen. Und ja, dadurch, dass das Ganze natürlich hier noch nicht final ist, ne, das Ganze ist in der Version 055, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, dann ja, musst du einsteigen, Kollege. So, ich habe vergessen, dass wir nämlich die Corona-Mod nämlich anhaben. Dementsprechend seht ihr ja, ne, wir haben hier das Band drin. Da kann natürlich dementsprechend keiner rennen. Ja, genau. Also, hier gibt's, ihr seht schon, es ist hier ein Riesenstau. Also eine Riesenstauansammlung. Hier gibt's Probleme mit der KI. Ja? Also, wenn ihr dort ein bisschen OMSI 2 Fahrzeuge und Co. unterstützen könnt mit irgendwelche Hilfe, Feedback oder sowas, wie das Ganze, wie man das Ganze einstellt,
Denn aktuell hat er wirklich massive Probleme, was so Kreuzungsbereiche angeht, was die KI angeht, Verkehrsregeln, was die KI angeht und Ampelschaltung und alles sowas. Denn könnt ihr mal kurz mal hier so ein bisschen so durch die Karte so rumschwingen. Ihr seht, ne, die stehen hier und stehen und stehen und stehen, ja, bis sich das Fahrzeug hier mal irgendwann mal weg spawnt. Auch so haufenweise Menschen, die hier gerade rumrennen. Das ist natürlich alles so Fehler, ne, die man natürlich jetzt irgendwie beseitigen muss. Na, also dementsprechend, wenn ihr da Ideen habt oder euch damit auskennt, denn wie gesagt, schreibt es doch dort gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, um die zwei Fahrzeuge und Co. würde sich da sehr, sehr drüber freuen. Und es geht ja hier auch nicht wirklich darum, hier eine Karte zu zeigen, die hier wirklich astrein funktioniert, sondern man lernt ja halt nie aus. Ne? Man will das Ganze ja verbessern. Ein guter, ich sag mal, YouTuber weiß auf jeden Fall, wie er ist. Oh, jetzt haben wir hier natürlich auch noch eine Reparatur drin. Ne? So. Das macht es dann immer irgendwie alles ein bisschen schwieriger, wenn der Bus nicht so will, wie du willst. So. Jetzt müssen wir das Seil nochmal machen, damit hier die Fahrzeuge jetzt nämlich verschwinden hier. Wir müssen jetzt ganz kurz mal mit den Kacheln machen. Erstmal schön das Haus niedertrampelt. Hey, yeah. Aber ihr seht, es geht auch so. Blinker ist kaputt. Der Bus macht mich fertig. Störung Außenbeleuchtung. Ja, schön. Ist trotzdem kein Grund, warum ich jetzt hier stehen muss. Ich verstehe diesen Bus nicht. Ganz ehrlich. So, nächste Halt, Hagenstraße. Ja, grüezi.
So. Wie gesagt, Fehler sind ein paar drin. Wie gesagt, gerade was so die KI angeht. Aber ich denke mal, das kriegt man auch irgendwie alles gefixt, wenn sich da der ein oder andere da mal zu äußern kann. So, Alcaro hier mit einer riesen Baustelle hier auf der rechten Seite. Mag ich immer so. Und haben sie zwei Fahrzeuge und Co. baut, ja. Ist halt immer so mit Szenarieobjekte alles verbaut und alles sowas. Wie gesagt, von haben sie zwei Fahrzeuge und Co. packe ich euch den Link unten in die Videobeschreibung mit rein. Da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Wie gesagt, mal ein bisschen U-Bahn fahren oder sowas mit der U5. Ja, großartige Strecke. Oder einfach mal ein bisschen Bus-Challenge, ja, mit der Bus-EM-Map. Wie gesagt, guckt da einfach mal rein. Oder allgemein natürlich richtig geil Berliner Content mit Repaints und alles sowas. Ja, also um die zwei Fahrzeuge und Co. absolut großartig. So. Hallo. Lass uns mal einsteigen hier. Ist ein bisschen zu früh. Aber kann nicht schaden hier. So, warm wird's auch schon. Wundervoll. Hast du mich erschrocken? Gut, dass wir mal reingeguckt haben in den Spiegel. Steht da schon der Blitzer, wartet nur auf uns. Immer gleich mal die Zeit vorspulen. Wenn die Karte nachher irgendwann mal richtig fertig ist, wenn alle Fehler gefixt sind, dann wird das eine extremst gute Karte. Dann haben wir wieder eine richtig schöne Berliner Vorstadtkarte, also die sich denn mehr als sehen lassen kann. Ich meine, guckt euch das so an, wie liebevoll mit detailreich das Ganze gebaut ist. Ja, also es gibt hier Payware-Karten, die erreichen diese Qualität nicht. So, dann machen wir mal kurz mal vorspulen. Hallo. Hier. 1, 2, 3, 4. Hallo. Hallo. Was da jetzt hier nicht so Chaos machen, wir sind doch schon unterwegs.
Das sieht nichts im Spiegel. So, Panko. Karower Chaussee. Nächste halt. So, aber am Fahrplan wurde ich auch was gemacht. Der ist sehr großzügig, der Fahrplan. Also auch da muss man natürlich noch ein bisschen dran tüfteln. Jetzt will der wieder nicht. Ey, das ist doch... Ich verstehe diesen Bus nicht. Er fuhr doch jetzt gerade die ganze Zeit. Ärgerlich. Ärgerlich. Wenn du denn mal so einen Bus nimmst, dann verstehst du, und dann... Du würdest aber auch halt nicht immer die gleichen Busse nehmen. Ne? Du würdest ja auch mal ein bisschen Abwechslung hier reinbringen und alles was, ja. Und dann hast du hier so ein Fabrikat hier abgekriegt hier. So, Theodor Bruckstraße, nächster Halt. Das wird wohl hier sein. Hallo. 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 Oh, genau. Jetzt kommt er hier alle wieder an. Und keiner lässt mich rein. Ja, das ist... Das so viel dazu mit... Verkehrsregeln. So viel dazu. So, jetzt kommst du auch gar nicht rein, ne? Man soll als Busfahrer ja auch nicht auf sein Recht pochen. Oder was heißt Recht? Jetzt wird er geduldet, ne? Steht ja offiziell so drin. Oh, der ist großzügig gewesen. Machen wir mal Warnblink an. Bedanken uns bei den Kollegen, dass er uns reingelassen hat hier.
Aha, schon schön, schon schön. Wie gesagt, gerne, falls euch irgendwas in der Karte auffällt oder sowas, nutzt da gerne die Kommentarfunktion, schreibt es einfach dazu. Ne, wie gesagt, und wenn ihr den Jerry mit unterstützen wollt, wie gesagt, blöd, war jetzt wirklich mit der Parklücke jetzt gleich am Anfang, dann Caro. Es war ein bisschen, es lief nicht so, wie es laufen sollte. Aber naja. Aber wie gesagt, hier mit Verkehrsregeln und KI gesteuert hier alles sowas, denn meldet euch da gerne mal, ja. Wie gesagt, Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung mit rein. Vielleicht, falls ich es nicht vergesse, kann ich euch auch nochmal zusätzlich die Facebook-Seite unten reinsetzen. In die Videobeschreibung, falls ihr Facebook habt, dann könnt ihr ihn dort natürlich auch direkt anschreiben, ne? Wie gesagt, Hilfe ist gerne gesehen. Wir unterstützen ja auch, wo wir können, mit Objekten oder sowas. Wenn da irgendwas ist, dann meldet er sich bei mir. Dann basteln wir natürlich auch das ein oder andere für ihn. Und so entsteht dann natürlich ein wundervolles Projekt hier. Natürlich wieder reichlich Verspätung hier auf der Karte. Anfangs extrem schwach, ja. Jetzt musst du schon rasen. Aber ich habe mir sagen lassen, man soll sich als Busfahrer keinen Stress machen. Hier ist natürlich das Absenken total sinnlos. Deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein realer Bus hier leider ist. Wo müssen wir denn jetzt hin? Mal ganz kurz gucken. Alles weiter. Hey, zeigt mir hier zwar die Haltestellen an und so, aber er zeigt mir hier halt nicht an. Wo wir jetzt langfahren müssen. Der rote Strich fehlt halt so ein bisschen. Ist mir jetzt mal ein bisschen egal. Fahr. 2,5 Minuten Verspätung, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Wir sind ja dann auch schon S-Bahnhof Buch angekommen hier. Wir sind ja nur noch zum Terminus dann. So, hat noch reichlich Fahrgäste dabei. Das ist doch schon mal was. Ja, jetzt haben wir natürlich Fahrt. Ja. Hey, wake up. Aber können natürlich nicht fahren. Ja, wir machen prompt die Tür zu und es wird rot für uns. Ja, das ist immer wieder das Gleiche hier. Gut. Das war die Linie 158, die wir jetzt hier heute mal abgefahren sind hier. Nach
S-Bahnhof Buch. Wie gesagt, gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare posten. Schreibt es am besten unten mit rein. Würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Und der Jeremy natürlich auch. Wie gesagt, tut mir leid wegen dem Unfall gleich am Anfang, dass wir das Haus niedergerissen haben. Passiert mir eigentlich in der Regel nicht so oft, aber der Wendekreis ist schon sehr, sehr, sehr eng. Ne? Sonst absolut wunderschöne Karte, wie immer. Mir gefällt die Karte. Wir werden uns in den nächsten Folgen mal noch versuchen, die nächsten Linien anzuschauen. Wie gesagt, ich kann es natürlich nicht versprechen, denn es ist halt immer so eine Sache. Was ist denn das für ein Objekt? Was ist das? Was macht denn das? Da klappt irgendwas aus. Nutzt mal die Kommentarfunktion. Was ist das? Das ist mir jetzt gerade mal so aufgefallen. Was ist das? Das klappt hier so aus und dann... Aber was hat das für einen Sinn? Wenn ihr es wisst, dann schreibt es mal rein. Klärt mal einen dummen alten Menschen auf. OPP Ergo oder HPB? Ich weiß jetzt nicht, was man machen sollte. Ja, also wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Wie gesagt, sorry wegen den kleinen Unfall, den wir am Anfang hatten. Und wir werden uns in den nächsten Tagen noch die anderen Linien mal anschauen hier aus Berlin-Buch für eine neue Version. Ich werde aber auch einen anständigen Bus nehmen. Und dann ja, hoffe ich natürlich, dass das vielleicht mit den Hofdateien funktioniert, weil das ist ein bisschen ärgerlich. Klar, ich glaube, die Ansagen sind sogar teilweise original, wenn nicht sogar selbst eingesprochen. Ist natürlich schade, dass wir die natürlich nicht zeigen können hier. Aber es gibt halt auch Ansagen hier. Das weiß ich, hatte ich schon geschafft gehabt, das Ganze mal abspielen zu können hier bei meiner langen Erfahrung hier. Und sonst seht ihr hier, ne? Ausbau Streckenabschnitts bis Ende November, Staatskasse. Tja, bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!